Kebab ist wahrscheinlich eines der beliebtesten Fastfood-Gerichte im deutschsprachigen Raum. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein. Gebratenes Fleisch in einem Brötchen mit Knoblauchsoße. Echt lecker. Und wie ihr diesen Snack zu Hause zubereiten könnt, das seht ihr nach dem Intro. Zuerst machen wir uns an die Brötchen. Die Germ abwägen und in lauwarmem Wasser auflösen. Nicht zu heißes Wasser nehmen, sonst stirbt die Hefe und die Brötchen gehen nicht auf. Das Mehl in einen Kessel geben und die Hefe hinzufügen. Mit einem Knethaken durchrühren, aber nur so lange, bis der Teig leicht vermengt ist. Salz und Olivenöl dazugeben und den Teig ca. 10 Minuten schlagen, bis sich alles vom Rand gelöst hat. Den Teig in eine Schüssel geben, mit Olivenöl einölen und zugedeckt 2 Stunden lang gehen lassen. Danach Mehl auf die Arbeitsfläche geben und den Teig mit der Hand kneten. In 6 gleich große Stücke teilen und rund schleifen. Mit einem Rundholz flach drücken, auf ein Backblech legen und zugedeckt nochmal 20 Minuten aufgehen lassen. Danach mit Schwarzkümmel bestreuen und bei 180 Grad für 15 Minuten herausbacken. Fertig sind unsere Brötchen. Für das Kebab Hühnerfilet in feine Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Würzen mit geriebenen roten Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Sumak, Oregano, Kreuzkümmel, Kardamom und Paprikapulver. Noch einen Schuss Olivenöl dazu und alles gut vermengen. Am besten gebt ihr die Mische über Nacht in den Kühlschrank. Oder zumindest solltet ihr das Huhn für 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. So, now this overnight in the fridge. Für die Soße brauchen wir griechisches Joghurt, etwas Schnittlauch, gehackte Minze, Knoblauch und Zitronensaft. Etwas Olivenöl und Salz dazu, umrühren und fertig. Weiter mit dem Salat. Gurken, Tomaten und Zwiebeln würfelig schneiden. Etwas frischen Koriander dazugeben, Zitronensaft, Salz und natürlich Olivenöl drauf und alles gut durchrühren. Ist der Salat fertig, gebt das Huhn in eine Pfanne und bratet es ordentlich an. Nochmal kurz salzen und so lange rösten, bis das Huhn außen schön knusprig ist. Endlich fertig! Nur mehr alles in die Brötchen packen und schmecken lassen. Nur mehr alles in die Brötchen packen, ein Foto für Instagram schießen und schmecken lassen. Bis bald, eure Sons of Gastronomy.